Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Ausflug in TGS 2022 und wir sind dieses Mal in Österreich unterwegs, in meiner Heimat und dann auch in Deutschland, denn wir sind aktuell in Würgl und fahren bis Rosenheim. Und der Beschrieb von dem Szenario ist wie folgt: An diesem Herbstabend bist du um 17.05 Uhr mit dem DE482 in Innsbruck gestartet. Vor dir liegt ein langer Weg: München, Nürnberg, Hannover, Hamburg, Lübeck und Ziel des Zuges Kopenhagen. Mit einer Reisezeit von insgesamt 16 Stunden und 20 Minuten ist dein D-Zug einer der Züge mit der längsten Reisedauer. Dein Ziel Kopenhagen wird morgen früh um 9.25 Uhr erreicht sein. Du bringst den Zug mit einer ÖBB BR1144 auf einem Teil der Brennerteil von Würgl Hauptbahnhof über Kufstein nach Rosenheim Hauptbahnhof. Du bist soeben in Würgl Hauptbahnhof eingefahren, musst nur deine Fahrgäste ein bisschen aussteigen lassen. Leider musst du aus szenariotechnischen Gründen deinen alten Staubsauger nochmals vollständig aufrüsten. Dazu mein kleines Vorwort: Ich habe die Lok ausgetauscht. Mag die nicht so, was im Szenario drin ist, ist aber grundsätzlich vom Bautyp die gleiche. Bitte entschuldigt. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir die Leute mal einsteigen und wenn die Lok aufrüsten, müssen wir aufrüsten lassen und fahren dann los. Und ich bin schon gespannt auf den Bahnhof Kufstein, denn das ist meine Heimat. Komme ja ursprünglich aus Wallissee, das ist ganz in der Nähe von Kufstein. Und Kufstein ist so wie meine Heimatstadt und entsprechend gut kenne ich auch den Bahnhof und die Umgebung. Und dann kann ich auch sagen, inwiefern das detailgetreu ist, was danach gebildet worden ist. Denn wir sind auf der Strecke von RSSLO unterwegs, Holzkirchen nach Würgl. Los geht's. Gut, als erstes werden wir mal die Leute einsteigen lassen und dann werden wir mal kurz aufrüsten lassen. Dürfte nicht allzu lang dauern. Gut. Und das erste, was wir machen, ist die Siefe ausschalten. Denn die nervt. Da haben wir unsere L44. Und ich habe noch einen kleinen Bug. Ich habe ihn leider nicht gelöst gekriegt. Die Lichter hier vorne sind nicht an. Sie sind aber an, wenn man hier mal hinschaut auf die Gleise. Nur der Effekt nicht. Ich weiß noch nicht, warum das so ist. Okay, was haben wir hier? Hier mein Urgestein. Die 1042. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht mit der sogar fahren solle. Mit einem alten Wagen, der ÖBB. Ah, das waren Zeiten. Ja, und Würgl allgemein. Hier die Züge, die gehen nach. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Richtung Bischofshofen. Die zweigen davon rechts ab. Also die meisten davon. Ansonsten der Würgl Hauptbahnhof. Ist authentisch, würde ich sagen. Nur hier das Stadtgebiet nicht wirklich. Also ja, hier geht die Straße weg, aber der Rest hier ist nicht authentisch. Das, ja, billig gemacht. Du würdest auch gar nicht sehen, wenn du aus dem Zug nicht aussteigen würdest. Wir selber, Trans eurer Nacht, Nachtzugwagen, zwei davon. Und hier hinten alte Debi-Wagen, Schlafwagen. Bis nach ganz hinten. Und ich entschuldige mich schon mal für die Frames. Das ist nur in Würgl so schlimm, weil hier recht viel rumfährt. Ist ganz schön laut hier. Und wir sollen abfahren. Nächster Halt, Kufstein. Ich mach noch die Instrumentenlichter mit an. PZB ist an. Es ist standardmäßig beim automatischen Aufrüsten. Und ich werde mich auch gerade schon mal befreien. Und die Vorwahl auf 120 stellen. Also diese Baureihe ist einer meiner Lieblingsbaureihen. Sieht man sehr oft in Österreich, also wird leider immer weniger. Aber der alten Staubsauger, ah, schön. Ich fahre die Strecke effektiv zum zweiten Mal erst. Ich habe es einmal im Test gemacht, um zu schauen, dass soweit alles funktioniert.
jetzt das zweite Mal mit euch. Und es gab keine Probleme, ich hoffe auch hier jetzt nicht. Hatte aber bei der Testfahrt natürlich eine Zwangsbremsung. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal ohne. Was noch ist, das Szenario hat Zugansagen. Die werde ich eventuell manuell nochmal einspielen, weil das sind im Verhältnis recht leise, finde ich. Ich hoffe, ich kriege das dann synchron hin. Und da ist es. 150, genau, ein bisschen mehr Leistung. Damen und Herren, das Zugpersonal begrüßt alle in Wörgl zugestiegenen Fahrgäste im D482 auf der Fahrt von Innsbruck nach Kopenhagen über Kufstein, München, Nürnberg, Hannover, Hamburg und Utgarden. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Kufstein. Unsere planmäßige Ankunftszeit wird 17.53 Uhr sein. Bitte beachten Sie, in Kufstein haben wir einen betriebsbedingten Aufenthalt bis 18.02 Uhr und setzen unsere Fahrt im Anschluss weiter nach Rosenheim. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und eine angenehme Fahrt. Also ihr habt es gerade gehört, in Kufstein werden wir mal länger stehen. Da werde ich vermutlich für euch einen Schnitt machen und dann geht es auch wieder weiter. Jetzt schaue ich erstmal, als ich bis Kufstein heile ankomme, denn kurz vor Kufstein hatte ich bei der Testfahrt eine Zwangsbremse. Ich habe auch versucht, dieses Geräusch im Hintergrund zu eliminieren, dieses was super nervig ist. Ich habe es leise gekriegt, aber ich konnte es leider nicht entfernen. Wenn jemand weiß, wie man das wegkriegt, bitte gerne in die Kommentare reinschreiben. Der Streckenabteil ist ja soweit ja nicht neu, gab es ja schon anderen Strecken von RSLO. Ist auch weitestgehend authentisch. Es sind mehr so die Umgebungsdetails, die nicht ganz passen. Aber so wie ich es noch in Erinnerungen habe, passt es erstmal. Aber eben den Kufsteiner Bahnhof habe ich nicht mehr so im Kopf. Also im Kopf im Sinne von, wie es der Hersteller hier gemacht hat. Bin ich mal gespannt. Aber RSLO ist also nicht für Details bekannt. Das ist auch hier noch die Rohstrecke, die hat noch kein Update gekriegt oder sonstiges. Also im Sinne von bessere Vegetation, bessere Gleise etc. Das ist so, wie man es kaufen würde. Schön mal wieder mit einer ÖBB-Lok unterwegs zu sein. Die Punkte für ein Regio. Ich glaube, es kommt doch mal einer vor Kufstein, bin mir gar nicht sicher. Oh, diese Fernmeldeboxen, die sind mittlerweile auch nicht mehr in Betrieb. Und da haben wir einen Kollegen. Das Ganze spielt im Jahre 1990 plus minus. Entsprechend auch das Rollmaterial. Ja, genau, da ist noch einer. So, dann machen wir mal langsam runtergehen auf 110. Da habe ich vorher die Zwangsbremsung gekriegt. Also weiter vorne. Gehen wir gerade schon mal runter. Da ist die Ankündigung für 110. Schauen wir, was man jetzt gerade jetzt wieder reinhauen wird. Weißt du, können wir auch schon mal runtergehen.
ich glaube, ich war schon wieder zu langsam. Ah, könnte klappen. Genau die Stelle, wo es mal bei der Testfahrt die Zugbremsung reingeschmissen hat. Das ist jetzt die Einfahrt Kufstein Hauptbahnhof. Da sind wir auch schon die Kufsteiner Festung mit der größten Freilichtorgel, die jeden Tag um 12 Uhr spielt. Das ist echt das Spektakel, ja, bei der ganzen Stadt. Eins ist jetzt schon mal nicht realistisch, man hat hier so ein Freilichtdach, was man auf und zu klappen kann, das kann man von hier sehen, das sieht man jetzt nicht. Ja, das sieht soweit okay aus. Ja, auch die Bahnsteige mit dem Design, das ist authentisch. Wunderbar, da sind wir in Kufstein angekommen. Wie gesagt, das ist jetzt ein längerer Halt hier. Oh, das sieht aber mal creepy aus. Okay. Hier zum Busbahnhof, das ist schon die modernisierte Variante hier. Das ist soweit okay. Der Platz hier existiert so überhaupt gar nicht. Da steht eigentlich ein Gebäude. Und hier ist ein schönes Hotel. Die Gebäude passen gar nicht. Auch das Gebäude passt so überhaupt gar nicht. Das Bahnhofsgebäude an sich stimmt auch nicht, denn hier hat es einen Eingang. Da kann man reingehen. Das ist okay. Die Straße, ja, hier geht eine kleine Straße entlang. Hier ist eigentlich eine recht große Brücke. Und wir haben da eigentlich hier die Altstadt. Die ist so nicht existent. Das stimmt so überhaupt gar nicht, bis auf die Brücke. Ja, hier geht es zur Festung rauf. Und hier wäre eben halt die Altstadt. Ja, und das Ganze schaue ich mir im Detail gar nicht an, weil das ist komplett falsch. Das ist einfach nur Deko. Die Festung selber... okay, in den Grundformen. Das da ist so nicht existent. Eben, da hat es die große Bühne. Und das moderne Dach, das ist absolut falsch hier hinten. Aber ansonsten in den Grundformen ist okay, hat sogar die Sonne nur. Ja, der Rest hier hinten, ja, hier hat es tatsächlich einen Kreisverkehr. Aber, ja, okay. Dann würdest du es von der Bahn aus her gar nicht sehen. Naja. Hier zu den Details, die Abstellung, die stimmt soweit. Hier die zwei Gleise für die Regios, die fahren meistens nach Innsbruck. Das ist okay. Was haben wir sonst? Ja, die Anzeige, das sind auch richtig. Die Dinger habe ich nicht mehr im Kopf, dass die bei dem Bahnsteigen gewesen sind. Nö. Ich glaube, das ist falsch. Das sind eher die Anzeigen. Schade, dass die Anzeige nicht an ist. Hier große Güterabstellung. Das ist authentisch. Auch die Brücke da. Da hat es einen Lift, mit dem man hier hochfahren kann. Und dann geht es hier rüber. Und auch da dann der Anschluss ist so... meh. Ja, nee, das ist nicht authentisch. Ja, die Gleise hier an sich. Ja, das ist okay.
Da hinten war die Firma Kneisel. Hat Skier produziert. Da haben sie das Flüchtlingscamp mal gehabt. Und da kommen eigentlich zwei Straßen zusammen hier. Eine geht hier nach oben und eine nach hinten. Die Autobahn ist weitestgehend korrekt. Und da kommt ein Güterzug entgegen. Moin. Und die Landstraße nach Kiefersfelden, die ist okay. Schauen wir mal, wie es weiter hinten ist. Da hinten ist nämlich dann die deutsche Grenze. Das ist noch Österreich. Oh, diese Autobahn. Da hat es einfach immer gestaut. Ah, das sind Erinnerungen. Ganz schön laut, der Kollege da. Aber da konnte man noch sehr interessante Zugbewegungen beobachten, auch heute noch. Und hier die Gleise. Also, die Kopfgleise. Das waren immer die Regio-Züge, die nach Deutschland rausgefahren sind. Die haben wir dann, oder sieht man nach wie vor regelmäßig, die dann da Richtung Rosenheim und München etc. gefahren sind. Und hier halt die Eurocity, Intercity auf den beiden Bahnsteigen. Und alles, was langsamer ist, auf dem Bahnsteig da. War zumindest vor ein paar Jahren so. Wenn sich das geändert hat, liebe Kufsteiner, dann bitte gerne sagen, so habe ich es einfach im Kopf noch. Ah, wie oft ich von da Richtung Innsbruck, gerade wegen der Berufsschule gefahren bin oder Richtung Wien. Ah ja. Es gab mal eine Zeit, wo der Railjet und die Intercity nicht mehr Kufstein gehalten hat, sondern nur noch in Wörgl. Da gab es einen mega Aufstand bei Kufstein Universitätsstadt und warum jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht, ob sie das wieder geändert haben, dass hier die Intercities und Railjets wieder halten. Müsste ich jetzt... Ah, doch, nee, Moment. Railjet, doch, die halten, weil ich ja da immer wieder zur Heimat fahre. Da bin ich schon ein paar Mal mit dem Railjet gefahren und der hält hier. Aber mit den anderen Intercities wüsste ich es jetzt gerade gar nicht. Gut, nachdem wir noch ein bisschen hier stehen, würde ich sagen, ich schneide mal für euch. Und zwar kurz vor Abfahrt. Ist ansonsten nicht sehr interessant. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir auch wieder da. Wir sollen planmäßig in einer halben Minute starten. Das Signal zeigt schon mal grün. Ich bin bereit und ich hoffe, es geht auch pünktlich los. Vorwahl habe ich schon mal auf 40 gestellt. Und ich würde sagen, ich hoffe, das ist kein Fehler, dass ich jetzt mache. Ich möchte gerne einen Cinematic Cam machen, dass wir hier losfahren. Ich sehe gerade, ich war noch auf Drive drin die ganze Zeit. tut mir leid. Kommt das vom Raydriver, wird das immer wieder zurücksetzt. Ja, komm, lass mich jetzt fahren. Sind jetzt lang genug gestanden hier. Und wir haben grün, ich werde mich schon mal befreien. Und auf 60. Na, wieso macht er jetzt nichts? 5. Ach, wegen. Ja, dieser Raydriver. Manchmal kann er nerven.
Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Währenddessen machen wir kurz das Fenster ein bisschen zu. Und ab nach Deutschland. Rosenheim, Ankunft um 18:22 in 7 Kilometer. Das ist echt nur so wenig. Ich habe das ein bisschen weiter in der Entfernung gehabt. Da hast du hier eine Bundesstraße, wo oft eine Abkürzung, wenn es auf der Autobahn gestaut hat, Kiefersfeld dann wieder runter und nach Österreich rüber. Und wir dürfen beschleunigen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an alle in Kufstein zugestiegenen Fahrgäste im D482 nach Kopenhagen. Unsere Fahrt führt uns über München, Nürnberg, Hannover, Hamburg und Puttgarden bis zum Endziel Kopenhagen. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Rosenheim. Planmäßige Ankunftszeit in Rosenheim ist 18.22 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und eine angenehme Fahrt. Wer aufgepasst hat bezüglich Strom und Pema senken und wieder heben, mache ich jetzt erstmal nicht. Ist hier auch gar nicht umgesetzt. Und hier vorne, das ist die Grenze, da ist der Grenzübergang, der auch nicht nachgebildet ist. Und jetzt sind wir in Kiefersfelden. Da kommt dann nochmal eine Brücke, wo du dann wieder auf die Autobahn auffahren kannst. Und noch eine zweite, wo du mit der Landstraße auf die andere Seite kommst, nach Niederndorf und dann bist du in Österreich. Das ist der Haltepunkt Kiefersfelden. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber hier gibt es oft Kontrollen wegen Flüchtlinge etc. Ist hier ein langer Thema gewesen, gerade mit den Güterzügen. Dann haben wir das Kieswerk mit der Wachtelbahn. Ist leider nicht mehr in Betrieb. Und ich glaube, das ist jetzt die Brücke zur Autobahn rüber. Und weiter unten müsste eigentlich nochmal eine kommen. Ah, naja, na, stimmt gar nicht. Das ist keine Brücke, das war eine Unterführung. Also da hinten ist die Autobahn. Schauen wir mal, Ah, da ist die Unterführung. Aber da hat es keinen Kreisverkehr gegeben. Okay. Aber trotzdem noch ein bisschen die Umgebung anschauen. Naja. Mit viel Liebe erkennt man hier die Sachen wieder. Also die Bergumrisse, ja. Das ist jetzt die Straße nach Niederndorf hier. Gute Frage. Ich hoffe, es kommt noch mal eine Straße, die ein bisschen deutlicher ist. Ich glaube, da sind wir schon vorbei von dem. Oh, ich bin zu schnell unterwegs. Entschuldigung. Wegen dem ganzen runter rumgucken. Ja, I know. I'm speeding. Naja. Die Details. Im Groben passt es, aber die Details sind meh. Strecke an sich ist okay. Ich meine, es ist sogar mein erstes Mal, dass ich da im Train-Simulator von Kufstein auf die deutsche Seite reinfahre. Den Streckenabschnitt kann ich auch weniger gut bewerten, weil ich hier selten mit dem Zug gefahren bin. Rosenheim kann ich noch ein bisschen einschätzen, aber der Teil dazwischen nicht wirklich. War nie so auf meiner Liste. Klar, als ich nach Wien gefahren bin, bin ich die Strecke gefahren. Von Rosenheim dann nach rechts Richtung Salzburg. Aber da habe ich nie wirklich aufgepasst, was draußen passiert.
Ich meine, der Berg da vor uns, das war halt irgendwie immer so ein Lösungsberg, also gerade diese Kante da. Weil wenn man das von der anderen Richtung gesehen hat, von der Autobahn, gerade wenn man lang unterwegs gewesen ist, Berlin runter, man hat das da gesehen. Da hat man gewusst, okay, man ist jetzt gleich in der Heimat drin. Das war so irgendwie ikonisch von der Form her. Da, wenn hier so das Tal anfängt. Rechts quasi Österreich, da Bayern. Da können wir schneller fahren. Ja, schön, mal wieder in der Heimat unterwegs zu sein. Und in 2 Wochen bin ich auch wieder, Entschuldigung, in der Heimat. Da werde ich natürlich originalgetreu mit dem Zug fahren. Ist schon echt angenehm mit dem Railjet aus Zürich Richtung Kufstein. Steigst ein, Kufstein wieder aussteigen, ohne Umsteigung. Hast dann wieder einen Zug drin, Bordbistro. Angenehme Sitze. Sehr angenehm mit dem Railjet. Aber hätte ich die Wahl, dann würde ich natürlich mit einer L44 fahren. Klassischer. Haben wir eigentlich eine Innenansicht von den Schlafwagen? Haben wir. Oh, da waren Erinnerungen wach. Gibt es noch andere Ansichten? So ein Zweierabteil hier. Ich hoffe, die PCB nervt mich jetzt nicht, während ich das mache. Ah, sogar eine Ansicht mit oben. Cool, sogar hier im Gang. Sehr cool. Jetzt einfach wieder retour. Okay. Mal die Wagen mal so durchgehen, ob es andere gibt. Ne, ist halt nicht so. Wann hat die zwei? Ja. Als ich mich in Zürich beworben habe, bin ich mit so einem Nachtzug hingefahren und wieder retour. Da war es aber so ein Vierabteil, nicht so ein Zweier wie hier. Schon wieder fast Luxus. Coole Sache. Gut. Und ich habe keine Zwangsbremse gekriegt. Ich bin stolz auf mich. Moin, Kollege. Wo ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ist mit der L44 und Grenzgebiet. Also wie weit darf die in Deutschland fahren? Und danach wieder nicht. Und 130 Ankündigung. Ja, wir machen auch das Interface wieder kleiner, ich brauche das nicht so groß. Oh, 2x218er im Güterzug. Ja, das mit den 7 Kilometer stimmt aber nicht, zählt nicht runter. Mal wieder so ein TS 2022 Spack. Ja, in knapp 10 Minuten sind wir da. Nächste Haltepunkt. Ach, geht das? Oh, scheiße. 120. Ich will es ohne Zwangsbremsung schaffen. Einmal. Das muss möglich sein. Es wäre dann wie ein Achievement. Bravo hat es geschafft, einmal ohne Zwangsbremsung zu fahren. Das nächste Achievement wäre, mit PCB und SIFO zu fahren und ohne Zwangsbremsung. Inklusive Panoramic Views. Ah, 110 als nächstes. Alles klar. Moin, Kollege. Boah, dich habe ich ja ewig lang nicht mehr gesehen. Was denn jetzt? Brandenburg.
10. Keine Einschränkung soweit. Und dann dürfen wir schon wieder 140 fahren. Vermutlich nach dieser Kurve. Oder wieder 120er Tafel. Los geht's. Mal schauen, ob ich einen schönen Screenshot hinkriege fürs Thumbnail. Also nicht wundern, ich mache dann einfach Still Image vom Video. Ist nicht so, dass ich jetzt wirklich auf Print Screen drücke. Und die Autobahn. Ah, ich würde gerne mal in München mal wieder zum Verkehrsmuseum gehen. Schon ein paar schöne Sachen, die man sich dann bitte mal angucken kann. Da war jetzt, glaube ich, in Summe schon sicherlich 20, 22 Mal im Deutschen Museum. Aber es ist jedes Mal wieder spannend. Das ist ja echt riesig, ne? Aufpassen. Raubling! Ja, jetzt kann es immer weit sein bis nach Rosenheim. Ich da dahinter. Wenigen Minuten erreichen wir unser nächstes Zwischenziel Rosenheim. In Rosenheim besteht für Sie Übergang zum Interregio 2098 nach Karlsruhe über München, Augsburg und Stuttgart. Abfahrt 18.24 Uhr aus Gleis 2. Des Weiteren zum Eilzug 3559 nach Kufstein. Abfahrt aus Gleis 4 um 18.26 Uhr. Und zum Nahverkehrszug 6238, Abfahrt 18.35 Uhr aus Gleis 1a. Das Zugpersonal und ich bedanken uns bei allen Fahrgästen, die uns in Rosenheim verlassen und wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterreise und einen angenehmen Tag. Also bei mir jetzt in der Live-Fahrt ist es unglaublich leise, was er sagt. Für euch im Video ist es dann hoffentlich lauter. Ich werde es dann nochmal separat einspielen. Und ja, in Rosenheim endet unsere Fahrt. War eine schöne Fahrt, auch nicht allzu lang. Muss ja nicht immer stundenlang sein. Hat Spaß gemacht, mal die Strecke hier mal abzufahren. Und ja, kommt auf alle Fälle mal auf unseren Discord-Server. Da bin ich immer wieder unterwegs. Quatsch mit euch, fahr mit euch. Ganz ohne Stream etc. Oder auch in Railroads Online immer wieder Sachen machen. Kommt gerne rein. Ja, wenn es euch gefallen hat, Kommentar da lassen, Like da, vielleicht sogar ein Abo, wer weiß. Und wenn ihr was Bestimmtes mal sehen wollt, sagt es mir. Jetzt sollen wir noch in Rosenheim einfahren und dann war's das. Du bleibst stehen. Sehr gut. So, da müsste jetzt gerade 120 kommen. Wie angekündigt.
Bremst denn du nicht? Nicht selber bremsen. Was ist da los? Dann machen wir mal selber. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe. Und stark runterbremsen. Kriege ich genau jetzt dann der Zwangsbremse kurz vor der Einfahrt. Sieht aber gut aus. So, das soll es gewesen sein. Wir sind in Rosenheim angekommen und die Frames sind in Rosenheim gleich, genauso wie in Wörgl, warum auch immer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch was. Tschüss.